Und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, jetzt im Phantom Liberty DLC. Wir waren ja eigentlich fertig, behaupte ich jetzt mal so ganz dreist, bis mir aufgefallen ist, dass uns noch irgendwie, ich glaube, 10 müssen es gewesen sein, Missionen fehlen. Zwei davon nicht machbar, weil eine für eine andere Startklasse, nenne ich es jetzt mal, und eine verbuggt, auch bekannt. Aber uns fehlen noch ein Arsch voll von jemandem, dem Typen von, hab den Namen vergessen, von Samurai. Heißt er Kylie? Ach, keine Ahnung. Und einen ganzen Arsch voll Missionen von unserer guten Freundin, deren Namen ich auch gerade vergessen habe. Ich bin übrigens nicht so gut mit Namen. Ich glaube, wir haben im letzten Mal ja noch festgestellt, dass wir... Wo zum Fick bin ich? Das sind automatische Speicherpunkte, die ich nicht gesetzt habe, möchte ich anmerken. Hä, warte mal. Also ich weiß, dass ich hier hingeportet habe, weil ich mich ein bisschen umgucken wollte. Ich habe hier übrigens geguckt, ob... Ich glaube, hier irgendwo war das mit der Mission, die verbuggt ist. Genau, hier müsste das sein. Aber... Warum ist das alles 3.12.? Also ich habe offensichtlich 3.12. zu Ende gespielt, aber ich habe mich am 3.12. nicht mehr hingeportet. Das ist ja auch 3.12. Das auch. Kommt es auch deutlich später hier alles. Da müssten wir aufgehört haben, glaube ich. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich war ja am Ende wieder hier vor dem Gebäude, kurz vor der Mission, quasi. Was ich übrigens auch nicht so nice finde, dass... ja, genau, hier habe ich aufgehört, glaube ich. Genau, und jetzt kriegen wir hier eine neue Mission. Und zwar von El Capitan. Wenn du dich schon immer davon geträumt hast, wie ein Rockstar zu leben, aber nicht mal weißt, wie viel Saiten eine Gitarre hat, dann habe ich genau das Richtige für dich. Und zwar ein Porsche 911 Turbo Cabriolet 39er. Genau, ein Cabrio. Mit extrem stylischer schwarz-gelber Lackierung. Und außerdem hat er noch einzigartige Folienkleber, die wahrscheinlich vom größten Samurai-Fan aller Zeiten designt wurden. Schlag gleich zu, lass diesen Wagen nicht entgegen. Die Legende, der legendäre Rockerboy Johnny Silverhand würde ihn sofort schnappen. Ja, weiß ich nicht. Okay, hier spawnen Autos. Meine Güte. Also wie gesagt, wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Und wir haben ja jetzt das Phantom Liberty DLC. Von dem ich keine Ahnung habe, wann es anfängt. Legitim, keinen blassen Schimmer. Wir haben auch keine neue Mission. Wir haben ja auch ansonsten nichts Neues. Ne, also ist ja alles abgehakt quasi. Wie gesagt, ich weiß, dass... Sekunde, ich guck mal nach, wie sie heißt. Ach, Jackie. Carrie, hieß er genau, Carrie. Und Judy. Bei den beiden haben wir noch Missionen offen. Ich ruf mal beide an. Unbekannter Anrufer. Interessant. Na gut, Songbird. Ich bin ganz ohr. Freut mich zu hören. Du hast bestimmt Fragen, die ich dir gerne in Kürze beantworte. Dann mach mal. Aber zuerst musst du Night Citys eitrigen Blinddarm aufsuchen. Also Dogtown. Dogtown. Extraterritorialer Teil von Pacifica. Beherrscht von einem internationalen Waffenhändler namens Kurt Hansen. Die Konzerne halten Abstand. Habe ich was vergessen? Nein. Okay, es hat nicht gesagt, vergiss es. Ja, meine Güte. Keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber meinetwegen. Danke. Ich weiß das zu schätzen, ehrlich. Dogtowns Haupteingang. Geh dorthin so schnell du kannst. Ich kontaktiere dich dann. Ganz schön aufwendige Falle. Hey. Oder ein Rettungsring. Wann können wir denn das neue Carry Your dein Album erwarten? Schwierige Frage. Arbeite an ein paar Ideen. Wie mehr noch nicht. Mal sehen, was sich draus machen lässt. Bin gerade ziemlich beschäftigt mit wichtigeren Dingen. Was sind denn wichtigere Dinge? Ja, vor allem Alk.
und Prokrastination. Pass auf dich auf. Bis später. Krass, wie viel hin und her gespawnt wird, ne? Egal. Wir hocken uns jetzt mal rein und fahren zu Dog Eat Dog. Aber ich muss einmal ganz kurz raustappen, denn ich kann meinen Scheiß gerade hier nicht lauter machen. Das ist für mich alles übel leise. Ah, ich weiß, warum das übel leise. Scheiße, das war jetzt auch für euch alles übel leise, ne? Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs verstehen, ey. Meine Güte, bin ich dumm, ey. So. Ich hatte die Lautstärke nämlich runtergeregelt für zwischendurch was gucken. Gefühlt habe ich sehr wenig Frames. Angeblich soll es aber relativ gut passen. Ich kann mal kurz gucken, was die Einstellungen hier gerade sagen. 2K. Ist okay. Ist okay. Habe ich Dingens an? Hab vergessen, wie er heißt. Scheinbar nicht. Keine Ahnung. Egal. DLSS habe ich nicht an. Wieso habe ich kein DLSS an? Bla 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 bla. Ja, warum kann ich anmachen? Da, DLSS. Wieso kann ich das nicht anmachen? Ah, weil ich keine 40er Grafikkarte habe. Okay. Ja, wir machen mal DLSS an, würde ich sagen. Bestätigen. Wieso hatte ich gerade 400 Frames? Okay, aber sind potenziell mehr als vorher. Gefällt mir. Egal. Wir fahren jetzt einfach mal da hinten hin. Und wir müssen uns auf jeden Fall den Pasch krallen, ne? Ich wusste gar nicht, bis ich dieses Fahrzeug gekriegt habe, dass Cyberbonk bzw. CD Projekt Red einen Deal mit Porsche hat, dass die Fahrzeuge verwenden dürfen. Finde ich cool. Also jetzt nicht lebensnotwendig, aber cool. Also würde mir das halt mit einem vernünftigen Hersteller nicht mit Porsche wünschen, aber meine Güte, ich kann schon verstehen, viele mögen Porsche, ne? Von daher passt das schon. So. Guten Tag. Das hier ist ja jetzt komplett DLC-Gebiet. Glaube ich. Wir können mal nachgucken. Ich habe legitim keine Ahnung, ob es den Stadtteil hier vorher schon gab oder was hier vorher war. Hier muss ja auch vorher irgendwas gewesen sein. Ne, in dem Pacifica war ja vorher irgendwas. Keine Ahnung. Hab mich gerade ein bisschen an die Mall erinnert, aber egal. Wir gucken hier mal hin, würde ich sagen. Speichern derzeit nicht möglich. Warum nicht? Speichern, okay. Okay, um uns zu zeigen, dass die Cops hier keine Handhabe haben, schreiben wir mal kurz das Gespräch vorab. Ich kann nicht weiterfahren. Ich kann nur zurückfahren. Finde ich seltsam gemacht, muss ich zugeben. Servus. Wollt ihr hier alle niedergeschossen werden oder lasst ihr mich rein? Die sehen hier hochspannend aus, muss ich sagen. Bargäste. Das sind doch die komischen Honda, ne? Meins. Seltsames Graffiti, sieht das wie eine Tarotkarte. Ich glaube, das war jetzt nicht so klug. Mir fehlen übrigens zwei Graffitis, logischerweise. Moment. Mir fehlt ein Graffiti. Das ist Phantom Liberty schon. Das dürfte auch schon Phantom Liberty sein, ne? König der Kelche. Der König der Kelche ist ein kreativer Mensch, der von seinen Gefühlen geleitet wird. Eine starke Persönlichkeit, der die Bedeutung von Emotionen klar ist. Intuition hilft diesen Menschen dabei, sich im Leben zurechtzufinden. Wenn das Schicksal ihnen wohlgesonnen ist, zeigen sie viel Mitgefühl. Doch wenn es ihnen übel mitspielt, darf man ihnen nicht vertrauen. Okay.
Spoiler, das Ding so umzupolen war nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. War mir aber ziemlich klar. Also, da habe ich mit gerechnet, sagen wir mal so. Ah, trinke nebenbei übrigens ein leckeres Energiegetränk. Also, falls ich mal so ein hab oder irgend so ein anderes schlapperndes Geräusch, nicht so überwundern, ich trinke nur. So. Dann holen wir uns das mal wieder. Was hast du hinten drin? Das übliche. Implantate. Setatec. Und sonst? Ihre Kisten rein, volle raus. Scheiße. Die Stadt wird von Fakes überschwemmt. Hey, ich fahre ein paar Kisten von A nach B. Stimmt auch wieder. Aha, okay. Sucht nach Songbird. Das sieht ja alles sehr freundlich aus, muss ich sagen. Guten Tag. Willst du eine Abreibung? Verpiss dich. Soll ich dir ins Gesicht scheißen, Junge? Boah, ich hab richtig Bock, die hier alle zu ficken, Junge. Guten Tag. Also jetzt mal legitim, ne? Das hier auseinanderzunehmen ist doch nicht so schwer, oder? Da ist sie. Ins Gesicht schlagen? Das System hat mächtig was abbekommen. Herzrasen, Schweißausbrüche. Wird gleich besser. Was? Was machst du? Ist das eine Falle? Im Gegenteil. Ich helfe dir. Sicher. Ich weiß von der tickenden Zeitbombe in deinem Kopf. Wenn ich sie entschärfen könnte, würde ich es tun. Sie hat gerade sehr. Keine Sorge. Wie? Die Sache stinkt. Ich glaube, sie. Sie macht was mit dem Relic. Wie zum. Stimmt, Johnny. Aber keine Angst. Euch passiert nichts. Ey, fick dich! Wenn wir beide auf dem Videochip-Protokoll aktiv sind, kann das bei dir Schocks auslösen. Ich muss dich abstimmen. Was zum Sicherheit. Sie hat Jonathan einfach ausgemacht. Ich musste ihn stumm schalten. Er hört dich weiterhin, kann nur nicht mit dir reden. Langsam wird die Sache klarer. Du bist Netrunner, oder? Und zwar eine richtig gute. Richtig geraten. Hab mich übers kognitive Protokoll des Relics reingelassen. Ich sehe und höre dasselbe wie du. Im Moment bin ich an Bord von Space Force One und sitze Rosalind Myers gegenüber, der Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Die Präsidentin? Scheiße, das ist kein Witz. Nein, das ist todernst. Das Flugzeug wurde gehackt und fliegt direkt auf Night City zu. Bald landen wir in Dogtown. Unser Funk ist gestört, blockiert. Ich hatte keine andere Option als den Relic. Im Moment bist du unsere einzige Kontaktperson am Boden. Spannend. Du bist doch Netrunner. Kannst du nichts gegen den Hack machen? Doch, ich bräuchte nur 24 Stunden, die richtige Ausrüstung und literweise Kaffee. Leider habe ich gerade nichts davon. Du willst mir echt weismachen, dass Präsidentin Rosalind Myers bei dir ist? Sitzt mir direkt gegenüber. Sie weiß schon Bescheid. Wartet nur auf dein Okay. Was für ein Okay, Bruder? Scheiße, Mann. Und ich bin echt die Einzige? Meine letzte und einzige Hoffnung. Das Leben der Präsidentin und ihre Sicherheit haben höchste Priorität. Sie wird den Aufprall überleben. Aber Dogtown, du musst sie aus dem Flugzeug holen, bevor dir jemand zuvorkommt. Jemand? Soll heißen? Erwartest du jemand Bestimmten? Kurt Hansen, Dogtowns selbsternannten Boss. Der Mann hat zig Gründe, Myers als Geisel zu wollen.
Er hätte das Flugzeug nicht allein hacken können. Also gibt's in Washington einen Maulwurf. Aber das klären wir später. Ja, ne, also... Nichts ist gratis, Songbird. Was kriege ich dafür? Ich hab dir gezeigt, was ich kann. Das war lange nicht alles. Ich kann dich heilen. Ein für alle Mal. Das ist verlockend. Ich will dir ja echt gern glauben, aber... Schon klar, wie. Du bist am Ende. Ohne Ausweg. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Hier, nimm das als Vorschuss. Dein Relic ist voller beschädigter Daten. Ich beseitige sie und schaffe Platz für Zeug, das du gebrauchen kannst. Zum Beispiel? Nova Militech Kampfsoftware. Die liegt sonst irgendwo ungenutzt rum. Neuer Vorteilsbaum freigeschaltet. Du hast den Relic-Vorteilsbaum freigeschaltet. Um die dazugehörigen Fähigkeiten zu erlernen, benötigst du Relic-Punkte, die eigens für diesen Vorteilsbaum genutzt werden. Du findest sie in Militech-Datenterminals an verschiedenen Orten in Dogtown. Diese Datenterminals werden auf deiner Karte angezeigt, wenn du dich ihnen näherst. Wenn du alte Militech-Missionsdaten und Kampfberichte herunterlädst, erhältst du einen Relic-Punkt, den du im Relic-Vorteilsbaum ausgeben kannst. Cool? I guess? Militech-Firmware. Gar nicht übel. Tja, gemütliche Regierungsjobs wie meiner bringen einige Vorteile mit sich. Bisher hast du die Basisversion der Software. Aber die kann das. Sie lernt und wächst mit dir. Und verbessert sich, wenn du sie mit Daten fütterst. Dampfanalysen, legendäre Aufträge, Missionen, bei denen sich das NCPD einmachen würde. Zieh dich in Dogtown um. Ach Schwester, ich hab schon so viel gemacht. Muss ich erst mal hin. Der Haupteingang ist keine Option. Ohne Pass kommst du da nicht rein und mir fehlt die Zeit, einen zu fälschen. Du schleichst dich schön heimlich von hinten rein. Ich darf niemand sehen oder scannen. Kann ich hier nicht einfach alle kalt machen? Ich hoffe, ich bereue das nicht. Keine Angst. Dafür sorgen wir schon. Ich würde die echt gern einfach alle kalt machen. Und helfe so gut ich kann. Achso, und das da ist der Hintereingang. Da, hinterm Zaun. Das haben früher Schmuggler benutzt. Jetzt bist du dran. Schleich dich rein. Lenk zur Not die Wachen ab. Denk dir was aus. Kann ich die nicht einfach alle kalt machen? Also ich sehe immer noch kein Problem in alle kalt machen. Technische Fähigkeit, ja, habe ich, ne? Ich kann aber auch hier durchgehen. Falls ich die technischen Fähigkeiten nicht habe, wahrscheinlich. Oh Gott. Servus. Bing. Kann ich bitte den zweiten da hinten auch tracken? Danke. Ne, den habe ich schon getrackt. Okay. Ihn hatte ich noch nicht getrackt, klar. So, jetzt habe ich ihn getrackt, okay. Kurze Realitätsüberprüfung, ja? Was hält mich davon auf, alle hier kalt zu machen? Keine Ahnung, hätte ich Bock drauf gehabt. Das war übel laut übrigens. Such nach einem Netzzugangspunkt. Verlink dich damit, dann kann ich dir helfen. Ich hätte richtig Bock, die alle da vorne kalt zu machen. Du musst eine Ebene runter. Sieh dich nach einem Weg um. Hab den Weg schon gefunden, Schwester. Darf ich hier laufen eigentlich? Da liegt ja irgendwas. Oh, nice. Ich habe übrigens immer noch nicht ganz verstanden, warum Klamotten keine Stats mehr haben. Wir haben übrigens ziemlich viel Gewicht aktuell. Micha meinte auch, hä, die Sachen haben doch Stats. Und ich denke mir so, nee, haben die nicht. Also ja, okay. 25%, 25 Panzer. Das war's. Ja, also nichts hat hier richtig Stats. 7% Verringerung der Ladezeit. 20%, 20 plus 20 Panzer. So. Drei Sachen in meinem Inventar haben gerade Stats. Ja? Das hat alles marginal Waffen-Stats hier. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. So. Ich würde sagen, das reicht aber für den ersten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich komme noch anständig aus Dogtown raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.